Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Play Assetto Corsa. Wir sind schon auf dem Grid-Gedingensbums. Ich muss mal ganz gucken wegen Fuel, wie viel wir brauchen. Das sollte definitiv reichen hier. Wir gehen einfach für 9 Runden. Das sind dann ja 3 Liter mehr, als wir im Grunde brauchen. Ich mach mal 4 Liter mehr, einfach um wirklich sicher zu gehen. Wir sind hier wieder in einem, also heute auf einem Public-Server. Und hier sind auch GT2-Fahrzeuge. Es ist halt nur witzig, dass hier oben trotzdem GT3 sind, obwohl die GT2 eigentlich ein bisschen schneller sein müssten. Von meinem Kenntnisstand her. Und ich wurde auch noch ein bisschen nach hinten gedrückt, Position 11. Relativ viele Leute gerade. Ich hoffe, dass der Start dann ja, reibungslos verlaufen wird. So, noch einmal die Position hier bekommen. Ich bin im Mercedes. Der sieht so aus. Und gleich geht's los. Ich bin wieder mal noch nie mit dem Teil gestartet. Man sieht es. Och Mann, hast du denn keine Augen? Hast du kein... Was ist denn los mit ihm? Da ist schon mal wieder Chaos. Er geht da halt einfach... Okay. Public Server Chaos. Vom Feinsten. Position 6. Viel Abstand nach hinten. Ich habe jetzt auch wieder kaum Übungen auf der Strecke. Schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gefahren bin. Noch gerade erst auf den Server gejoint, bin jetzt glaube ich 5 Minuten mit dem Auto gefahren. Ich bin das Auto vorher noch nie gefahren. Okay, das war nicht so gut. Da kann man also ein bisschen später bremsen. Hinterachse. Ist halt echt, mit dem Auto kann man das super, super abfangen. Ja, da hinten ist halt echt niemand mehr. Das heißt, wir müssen uns nur nach vorne orientieren. Und hier hat er untersteuern. Ist auch Standard-Setup bis auf den Tank natürlich. Also gar nicht, muss man hier beim grünen Licht schalten oder beim roten Licht, das ist halt echt so eine Sache. Okay, er kommt erst aus der Box. Konzentration. Ja, das sieht gut aus, da sind wir gut rangekommen. Könnte auf jeden Fall ein spannendes Duell werden hier mit Madu, was auch immer. Modu. Spanier. Ah, von hinten kommen doch wieder welche ran. Ein paar schnelle.
mein Gott. Gerade noch so gefangen. Bin auch auf irgendeine Taste gekommen. Und gerade gesehen, ich glaube nach links gucken war das. Das wiegt ja auch so ein bisschen in falsche Sicherheit. Bisher konnte ich den immer super abfangen, den Wagen. Dann bin ich einfach auf dem Gas geblieben. Und dann konnte ich ihn dann doch nicht abfangen. Das sind wie gesagt hier noch meine ersten Minuten mit dem Fahrzeug hier. Ich muss sie erstmal kennenlernen. Aber bisher macht er einen ganz guten Eindruck. Ah, jetzt sehe ich auch, dass mein hinterer linker Reifen komplett überhitzt ist. Sich da behindern vorne. Er ist da wieder ganz klar vorbei. GT2-Wagen. Ist das, glaube ich. Wenn ich mich da nicht täusche. Das wird auf jeden Fall vieles erklären. Diesmal die Kurve deutlich besser genommen. Oh. Modo hat's erwischt. Das ist eine Überrundung. Oh, sorry. Aber das ist halt auch asozial, dass er nicht mal überrunden lässt. Was ist denn los mit ihm? Ist er denn verrückt? Was ist denn los mit ihm? Das sind mir halt echt die richtigen. So, er ist halt irgendwie, er ist auch nicht weitergefahren, beleidigt, dass ich ihn überholt habe. Und dafür rammt er mich raus. Was sind das für Untermenschen? Mein linker Hinterrad ist wieder komplett überhitzt. Ein bisschen sachte angehen hier. Hinter mir ist jetzt ein Fahrzeug. Vor mir ist auch ein... Was machen die denn hier? Ganz ehrlich.
Wir müssen jetzt mal auf die Abstände gucken, es sind noch zwei Runden zu fahren. 7 und 8. 11 Sekunden nach vorne. Ja, wegen diesem blöden Unfall, was ist denn auch los mit ihm? Und 2,9 nach hinten. Ich nehme das ja auch als kleines Training einfach mit dem GT3-Wagen, weil ich überlegt hatte, an einer GT3-Meisterschaft teilzunehmen. Und dafür müsste ich halt mir erstmal ein Auto suchen. Und das ist schon mal gut, die dann alle Probe zu fahren. Also der Mercedes und der Nissan, die bin ich bisher gefahren, ich glaube den Porsche auch. Weil ich glaube, davon gefällt mir der Mercedes bisher tatsächlich am besten. Sehr halt, kann natürlich noch sein, dass dann noch ein anderes Auto kommt, was dann noch besser ist. Bei dem ist es halt, wenn man einen Fehler macht, dann kann man da relativ viel noch korrigieren, das gefällt mir. Gleich geht's in die letzte Runde. Ja, so muss man die, glaube ich, in der Art nehmen, die Kurve. Weiter von außen und dann da rein. Wir sind hier auch schon mal ein Clubrennen gefahren mit dem GT3 Cup Porsche. Aber es ist ja schon wieder ein bisschen her, da verlernt man die Linie immer ganz schnell. Da vorne sind noch Autos. Alles Überrundung. Oh Gott, Leute. Er ist halt derbe am Lenken. Ganz ehrlich, was ist denn los mit euch? Das ist jetzt auch mein Hintermann, das heißt, es wird nochmal spannend. Meine Reifen sind jetzt auch ganz kalt, sehr komisch. Was ist denn hier los, ganz ehrlich? Die Leute können ja mal gar nicht fahren. Okay, das war jetzt nicht so pralle. Ja, aber da sind wir sicher, er hat sich nochmal gedreht, wie auch immer man das hier mit dem Auto richtig gut hinkriegen soll. Jetzt von außen hier nochmal rein. Vollgas, relativ früh. Und da ist Startziel. Ah nee, eine Runde müssen wir noch. Sehr interessant, okay. Da vorne ist ein Auto. Wieder Überrundung. Ganz ehrlich, wie schlecht können wir denn fahren?
Ja, Fazit zum Rennen halt. Public Server, wie man es nun mal gewohnt ist. Deswegen ist es auch toll, Rennen mit Anmeldung zu fahren, weil da hat man das halt nicht. Da nehmen die Leute das nochmal deutlich ernster, dem Fairfahren. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der Interesse so daran hat. Beziehungsweise der gerne Rennen fährt, aber diese Public Server Weckeramme halt derbe auf den Sack geht. Bei Race Department kostet das zum Beispiel jetzt nur 10 Euro im Jahr. Das kann man halt echt mal bringen. Rennen ist vorbei. Trotzdem relativ zufrieden dafür, dass ich das Auto nie gefahren bin. War es ganz gut. Ist natürlich jetzt nur die Sache halt, ne? Wenn man weggerammt wird von irgendwie von einem Typen, den ich... Der war ja in der Überrundung, der war nicht mal in derselben Runde. Der war so weit hinter mir. Das ist halt schon ein bisschen asozial. Ja. In dem Sinne, haut raus. Bis zum nächsten Mal.